Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Ich wollte zu diesem Tagesordnungspunkt mal heute hier die Carla Kniestedt geben. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern sie hatte auch verschiedentlich schon das Problem, dass sie an letzter Stelle zu einem Tagesordnungspunkt sprechen musste und hat dann hier offen eingestanden, was soll ich eigentlich noch sagen? Es ist ja eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und so geht es mir auch und deswegen werde ich auf die fachlichen Details dieser Änderung jetzt nicht eingehen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben, ausreichend zu gesprochen. Ich will aber doch nochmal auf den Kollegen Herrn Holoch eingehen. Wissen Sie, Herr Holoch, mit Ihrer Opferrolle, das geht mir langsam so richtig auf den Zeiger, weil die steht Ihnen einfach nicht. Sie haben das heute Vormittag hier auch schon wieder immer wieder in die Debatte eingebracht, dass Sie ja nicht den Vorsitzenden im AWFK bekommen. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, warum das der Fall ist. Wir können keinen zum Vorsitzenden dieses Kulturausschusses wählen, der auch für die Opfergedenkstätten zuständig ist und wo jemand aus Ihrer Fraktion den Vorsitz übernehmen würde, der sich in einem politischen Milieu bewegt, was eben dem nicht angemessen ist. Das ist der erste Punkt. Und zur PKK ist es so, Sie haben die Möglichkeiten, die PKK einzuziehen. Sie müssen hier nur einen Kandidaten, eine Kandidatin vorschlagen, die Mehrheit in diesem Haus findet. Und dann sind Sie auch Mitglied als Fraktion in der PKK. Und auch da müssen Sie sich vielleicht mal fragen, warum Sie bisher noch keinen Kandidaten oder keine Kandidatin durchgebracht haben. Das müssen Sie sich beantworten, das ist nicht unsere Aufgabe. Und ich muss Ihnen sagen, es ist natürlich auch eine gewisse Pikanterie, dass jemand in einer Kontrollkommission des Verfassungsschutzes sitzen soll, der den Landesverband Ihrer Partei als Verdachtsfall eingestuft hat und beobachtet. Also insofern, irgendwo ist es auch ein bisschen anachronistisch, wenn das so kommen würde, aber das ist mal eine ganz andere Sache. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.